Zunächst mal sind wir natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Aber wenn wir ehrlich sind, dann muss man sagen, dass das Ergebnis so auch nicht auch in Ordnung geht. Weil wenn man die 90 Minuten betrachtet, dann war heute, am heutigen Tag, Holland die bessere Mannschaft. Wir haben eigentlich jetzt im gesamten Spiel eigentlich auch so ein bisschen unter unserem technischen Niveau gespielt. Viele Bälle haben wir heute verloren, viele Kombinationen haben in diesem Maße sind nicht so gegangen, wie wir das eigentlich auch wollten. Ballverluste vorne, viele Pässe von hinten, nicht vertikal, sondern eher zu Manu Neuer. Von daher kam Holland einfach auch sehr gut ins Spiel, war sehr druckvoll und muss man sagen, wenn man das Ergebnis sieht, oder das Spiel sieht, dann geht das Ergebnis so in Ordnung. Aber in der Tat war es so, dass bei Toren eigentlich, sagen wir es mal, beim einen Tor, ich weiß nicht, ob das das 1-1 war, das Zentrum sehr schlecht besetzt war. Genau das wollte man normalerweise, ja, das Zentrum irgendwie stark machen. Und weil wir wussten mit Depay oder wer auch immer, sie kommen immer von außen ins Zentrum, also das Zentrum war nicht besetzt. Beim dritten Tor hatten wir, glaube ich, einen Freistoß und der Freistoß führen wir aus, Matze Ginter unter Druck, der Ball wieder verloren. Das sind so Fehler, die darf man sich natürlich gegen Holland irgendwie nicht erlauben. Man muss auf jeden Fall sehen, dass wir einfach unter den Möglichkeiten, wir haben mehr Möglichkeiten und die haben wir heute nicht auf den Platz gebracht und die Fähigkeiten nur phasenweise war es okay. Aber nicht über die gesamte Spielzeit und deswegen gilt es auch den jungen Spielern so ein bisschen halt jetzt eben auch wieder das Gefühl zu geben, dass sie es können und dass sie stärker sind. Und das werden wir am Montag, da bin ich mir sicher, da wird man eine gute Reaktion zeigen. Ja, klar war das kein einfaches Spiel. Das war von Anfang an klar. Die eine Situation da mit dem Tor natürlich unglücklich. Aber man versucht alles, um es zu verhindern und dann passiert das mal. Das ist auch mein erstes Eigentor, was ich in meiner Karriere erlebt habe und aus so Momenten lernt man. Aber ich glaube auch insgesamt in dem Spiel können wir viel mitnehmen, viel lernen aus dem Spiel und versuchen es beim nächsten Spiel besser zu machen. Wir haben ja 1-0 gestartet und sind in der Halbzeit, da hatten wir auch alles sozusagen unter Kontrolle. Natürlich hatte Holland schon das eine oder andere, die eine oder andere Möglichkeit, auch gerade in der ersten Halbzeit, aber so dann auch unterzugehen mit 4 Toren in einer Halbzeit und wo man weiß, welches Ergebnis man auch in Amsterdam erzielt hat mit dem 3-2-Sieg, wo man weiß auch, dass das Torverhältnis auch entscheidend sein kann beim direkten Vergleich. Das war wirklich nicht gut gewesen von uns. Natürlich muss man sagen, auch dass die Tore, die sie erzielt haben, oft wir eingeleitet haben und das ist natürlich doppelt bitter. Wie erklären Sie die Fehler? Ja, das sind Sachen, die natürlich passieren können, aber nicht dürfen. War oft so, dass auch in Gefahrenzone, gerade auch wenn wir hinten rausgespielt haben, dass dann vielleicht auch einfach mal ein langer Ball geschlagen werden muss und nicht dann vielleicht das Spielerische dann gesucht wird, wo wir dann gerade in der Gefahrenzone einfach zu viele einfache Fehler gemacht haben und das dann letztendlich auch nicht immer hundertprozentig gut verteidigen konnten. Natürlich haben sie auch eine qualitativ gute Mannschaft, die Niederländer mit guten Einzelspielern auch und dennoch sind diese 4 Tore einfach viel zu viel. Ja, ich glaube einfach, dass wir teilweise zu passiv waren. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit haben wir uns halt sehr weit zurückgezogen. Und wenn die in unsere Reihen gespielt haben, dann waren wir nicht aggressiv genug. Und auch mit dem Ball hatte ich das Gefühl, dass wir nicht so dominant waren, wie es vielleicht vorher in den Spielen war. Dass wir nicht so das Spiel in die Hand genommen haben und dadurch denen natürlich auch Selbstvertrauen geben. Gut, ich bin jetzt 3 Jahre dabei. Ich habe viel geguckt und jetzt muss ich meine eigenen Erfahrungen sammeln und wir alle müssen unsere eigenen Erfahrungen sammeln und wie schon gesagt, ich glaube, wir können aus so einem Spiel sehr viel mitnehmen, sehr viel lernen und dürfen uns davon jetzt nicht irgendwie runterziehen lassen.